Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Es ist mal wieder soweit. Wir haben uns zurück, ja, getraut in die Welt von Phasmophobia und machen heute mal wieder eine kleine Aufnahme zu einem kleinen Geisterjägerspiel. Und dazu habe ich mir mal wieder Verstärkung mit dazu geholt. Ich würde sagen, stellt euch doch einfach mal gerne vor, ihr beiden. Hallo, grüß euch, Helorus, mein Name. Wir kennen uns schon von der anderen Aufnahme. Ich bin natürlich auch wieder am Start. Schön, dass ihr auch da seid. Hallo, mich kennt ihr auch schon, Fräulein Rabiata. Ich war auch bei der anderen Aufnahme schon dabei. Allerdings vor der Kamera, gemeinsam mit Helorus. Und jetzt, da ich ja selber einen PC habe zum Spielen, bin ich jetzt voll mit dabei und freue mich schon richtig. Habt ihr es gehört? Ich bin super dankbar, dass ihr wieder dabei seid. Alleine traue ich mich da nicht mehr rein. Frag mich so, wie es ist. Ja, das glaube ich. Ja, das Spiel macht auf Dauer was mit einem. Ja, auf alle Fälle. Yes, auf jeden Fall. Gut, also ich bin ready. Jo, immer mir auch bereit. Wir haben zufällig gemacht. Mal schauen, was uns erwarten tut. Geh mal rein, Leute. Geh mal rein in das Abenteuer. Na. Da leckt mich am Arsch. Da leckt mich doch am Arsch. Die Campsite, da waren wir noch nie. Also ich möchte das nicht. Das ist groß, gell? Ein riesiges Gebiet. Gut, dass wir das Mikrofon da haben. Ja, weiß ich jetzt. Oh. Also. Ja, ich glaube, wir haben ein paar Taschenlampen dabei. Ja. Passt. Also ich würde jetzt halt einfach mal direkt sagen, ich schnappe wieder das Thermometer und ja, ich nehme EFM. Okay. Ja, mach dein Ding. Dann nehme ich mal die Dots, oder? Mhm. Die Cam. Ja. Und vielleicht das Buch, weiß ich nicht. Du kannst auch eine Taschenlampe nehmen, damit du was siehst. Das wäre vielleicht geht auf nicht alle, erreiche ein durchschnittliches Sanity von unter 25, also kurz vorm Durchdrehen. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Bewegungssensor. Und es ist der Edward Manson. Toller Name. Ein Träumchen. Ich freue mich. Ich mir nicht. Ich sehe halt gar nichts. Richtig. Oh, hier ist schön Kegel aufgestellt. Ich kann das jetzt schon wieder nicht mehr. Ne? Ich will das einfach nicht. Dunkel. So, nehmen wir mal das. Oh, in dem Zelt hört man den Regen. Ich dachte gerade schon so, was ist das? Nö. Ach ja, man kann auch in manche Zelte rein. Also, das weiß ich noch. Okay, oh ja. Hallo? Aber irgendwie ist es verbuggt bei mir. Verbuggt, okay. Jetzt. Ich konnte nicht rein. Oh Gott. Hör auf! Mach doch so nicht mit mir. Ja gut, ich mach wieder zu. So, mal schauen, was hier geht. Oh, ist das creepy. Echt, Alter. Boah, du hast mich so erschrocken, Hilfe. Oh mein. Hello, da vertreibst du dich rum. Tot einfach. Hast du schon was? Ich weiß vor allem nicht, wo man sich hier verstecken kann, wenn der anfängt zu jagen. Tja, im Klo. Ja, so will ich meine letzten Sekunden verbringen. Ja, hilft dir nichts. Leute, ich habe gar keinen Spaß. Warum mache ich denn das jetzt schon wieder? Warum? Ja, hier rührt sich gar nichts mit EFM, ne? Bisher. Sind da Freunde? Nein. Hallo?
Wo seid ihr? Ah, oh, hallo? Na gut, das ist mir wurscht. Was geht denn hier eigentlich? Gibt's hier eine Karte? Ja, wo sind denn die? Da! Oh Gott, ist das riesig. Kann man da hinten auch noch? Sag mir nicht, man kann da hinten zum Steg. Haben die eine Kamera aufgestellt, ist die Frage. Ja, haben die. Oh, nee, warte mal. Die laufen mit der Kamera rum. Warum läuft da ein Timer? Warum läuft hier ein Timer? Sanity ist nicht so nice. Bei den beiden geht es ein bisschen runter. Seien die unterwegs? Einzeln, ja, gut, macht Sinn. Warum ist der Timer? Ich verstehe diesen Timer nicht. Passiert jetzt was? Geht's jetzt ab? Wird's jetzt gerödelt? Was passiert hier? Bitte? Das Ding ist, man kann halt in die Zelte, ne? Keiner geht in die Zelte, glaube ich, von denen. Gehen wir wieder rein. Sagt, passiert gerade nicht viel. Stuff only, hi. Hallo. Hier ist er. Hier? Hier ist er. Ja. Ich habe hier fast gefriert bei Temperaturen. Da. Wow. Ja, Kollege. Er ist am Jagen. Er war gerade am Jagen. Da bin ich blöd. Was war das? Okay, wir haben EFM. Gut. Aber es war kein 5. Ich habe kein 5 gesehen. Oder? Ja, er müsste, also, aber es ist nichts zugegangen. Er war auch nicht auf 10. Ach, dann war das nur ein Spukereignis. Ja, ja, so genau. Ja. Lasst euch nicht täuschen, oder lasst du dich nicht täuschen von dem EFM-Messgerät, das abgehakt ist. Ich hatte kein 5. Ich hatte kein 5. Bisher. Passt. Also. Passt. Was soll ich noch schnappen? Weiß ich nicht, warte mal, was hat denn der noch was reagiert? Was braucht man denn noch? Bewegungssensor? Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Ja. Dann packe ich meine Kamera zurück. Und ich würde sportlich... Ja, mach das. Ich schaue noch mal, ob vielleicht doch irgendwie 5 oder so ist, aber... Alpha, hast du schon was entdeckt? Ja, also... EFM ist ausgeschlagen, aber ist nicht 5 gewesen. Es ist... Aber jetzt ist er gerade auf 8. Ja, aber wie gesagt, also EFM war noch nicht auf 5, also ist noch kein richtiger Beweis im Endeffekt. Okay. Also, wir haben keine Gefriertemperaturen. Hallo? Bist du hier? Das ist aber nicht gut, weil wir haben dann gar nichts. Er ist hier und er hört mich. Aber er antwortet nicht. Das heißt, die Geisterbox bringt auch nichts. Komm hierher. Also EFM schlägt immer mal ein bisschen aus, aber es ist höchstens 2, also... Ja. Ich stelle noch mal eine Kamera auf, weil vielleicht sehen wir doch noch da hinten Orbs. Ja. Auf das Geisterradio reagiert er 0. Wie kann also ich denn wieder die Sachen aufhängen? Ich habe das schon wieder vergessen. Weiß ich auch gerade nicht. Ganz einfach rum. Da. Ja. Mit F. Mit F. Richtigen Slot finden und dann ja. F drücken. Ah, da oben war der. Okay, passt perfekt. Danke. Ja, aber da haben wir ja gar nichts. Wir haben ja auch gar nichts. Es ist doch blöd. Ja gut, Endlich ist es dann auch egal. Kann ich auch mitnehmen. Weil... Haben wir ja...
Platz dafür. Es passiert nichts. Der ist einfach umgezogen, der Geist, Leute. Einfach weg. Der hat gesagt, oh ne, gar keinen Bock auf die, Alter. Dürft euch auch nicht wundern. Die anderen beiden haben einen kleinen Vorteil. Also einen großen Vorteil, würde ich sogar sagen. Weil die nebeneinander sind in einem Raum. Dass sie auch so miteinander kommunizieren können. Ist nicht optimalst, weil ich kann das nicht. Aber damit ihr Bescheid wisst und ihr euch nicht wundert, so, deswegen, also es ist halt, ja, auf dem Stand. Oha, sagt er, der Brechdachs. Oha, meine Sanity fällt, aber Fräulein Rabiata ist noch insaner. Oh ja. Also es ist quasi... Meine sinkt, wenn ich mit euch im Auto bin. Ja, ich glaube, das sagt alles. Kamera wechseln. Da. Yes. Da war, glaube ich, ein Orb. Wir haben Orb. Ja. Also wenn das jetzt nicht ein Orb ist, Alter, dann gehe ich aber auch einfach irgendwo auf die Barrikaden. Wir haben Geister-Orbs. Auf den Boxen hat er nicht reagiert, obwohl er in der Nähe war. Dann bleiben wir nur noch 800 Möglichkeiten. EFM Level 5 war es auch nicht. Gefriertemperatur waren es auch nicht. EMF 5 auch nicht. Ich würde es tatsächlich noch drin lassen, weil ich habe mal irgendwo mitbekommen, dass man direkt ein Spukereignis quasi mit dem EMF-Meter quasi messen soll. Und wenn es dann dauerhaft auf 5 ist, also die Stärke, dann ist es eine Aussagekraft. Also es muss ein starkes Spukereignis sein oder so. Ja, aber das hatten wir ja von und das war nicht mal auf 2. Wir hatten das Buch. Dann legen wir doch mal das Buch hin. Wir können ich das Buch mal noch hin. Ja, ich geh rein. Ich werde jetzt so wieder drauf gehen, einfach weil es immer ist. Weil es immer so ist. Hey, ich bin mal allein reingegangen und nicht direkt gestorben. Hey. Schreib was in das Buch. Wenn du uns hörst, schreib in das Buch. Gib Autogramm, Kollege. Bitte. Hörst du uns? Hallo. Ich nehme meinen Atem auf alle Fälle. Ich möchte den mal haben. Ich weiß auf jeden Fall, was er meint. Okay. Das ist richtig so. Keine Gefriertemperatur. Jetzt wieder wärmer. Schreib in das Buch. Jetzt kritzel ein. Edward Manson. Ach Mann, hör doch auf. Da habe ich gar keine Lust drauf. Nö, ich kündige. Ich gehe wieder. Reagiert er? Schlägt er? Mhm. Der ist bei euch. Nee. Und das auf Stufe 5. Nein, ich möchte das nicht. Also Bewegungssensor hat ausgeschlagen, der war bei euch. Zu dem Zeitpunkt, wo sie den Namen gesagt hat, da war er so auf 8 oben. Ja, nee, das möchte ich nicht. Nein. Nein, das passiert nicht mehr. Nein, das geht nicht, wenn ich da reinlaufe und auf einmal redest du da mit ihm persönlich. Nein. Sensorhammer. Okay, jetzt warte, weil ich kann ihn ja versuchen zu fotografieren, oder? Und wir haben dieses Mikrofon noch. Ja, viel Spaß. Und dann sag ich den Namen diesmal. Okay. Nee, sag ich nicht, weil ich merke mir eh nicht. Also rein und dann links. Glaubt ihr, der ist aggressiver, wenn man seinen Namen falsch ausspricht? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist einfach so aggressiv. Edward Manson oder so. So, Christi, sind wir wieder da, gell? Und Buch? Bist du hier? Nix. Leg den Schwan dahin jetzt. Bist du hier bei uns? Leg den Schwan dahin. Wenn du hier bist, schreibe in das Buch.
Schreib uns was ins Buch. Jetzt gib doch Autogramm, bitte. Oder red mit mir. Ich bin Fan. Wenn du hier bist, zeig dich. Komm, wir tanzen, Geist. Hä? Hä? Es ist Licht angemacht. Hä? Ja, ich hab gesagt, komm, wir tanzen und er hat Licht angemacht, jawohl. Er hat's wieder ausgemacht, scheiße. Er will nicht tanzen. Scheiße. Ah, ja, der ist nein. Mann. Wo kann ich denn die Fotos angucken? Wo geht denn das? Du gehst auf. Ach, ja. Nein, ich glaube, ich Der ist gerade wieder durch den Sensor gegangen. Der tanzt ohne uns jetzt. Was ist das denn? Mhm. Hier sind ein paar Fotos. Oh, jetzt ist er auf 8. Ein Träumchen. Oha. Ein Träumchen. Also EMF5 ist es wahrscheinlich nicht. Weißt du, wo die Fotos sind? Haben wir keine gesehen. Ja, ich habe es gefunden. Also bei mir war es entweder eine Benji oder ein Tai. Aber ein Geisterbuch, da reagiert er nicht. Dann wäre es eine Benji. Also warte, was habt ihr jetzt rausgehauen? Geisterbuch habt ihr auch rausgehauen, oder wie? Ja. Also, ich habe bei mir jetzt den EMF Level 5 raus, ich habe das Geisterbuch raus, Gefriertemperaturen raus, das Geisterbox habe ich raus, weil er nicht drauf reagiert, obwohl er in der Nähe ist. Ja. Und den Geisterorb habe ich angekreuzt, weil das ist der einzige Beweis, den wir haben. Jetzt haben wir halt noch keine Dots und wir haben... Oh, der hat die Kamera umgeschmissen. Und der ist schon wieder durchgegangen, diese Socke. Ja, also ich glaube, es ist ein Banshee. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt einfach nochmal hart rein. Unsere Sanity ist halt noch oben und wir haben noch ein Ziel, unter 25 zu kommen. Müssen wir ja nicht erreichen, aber vielleicht passiert ja dann nochmal was. Wir probieren es einfach aus. Gut, fertig. Geh mal halt rein zum Sterben. Was ist da denn? Da liegt ein Koffer. Hat er einen Koffer hergelegt? Jawohl, ich gebe ihm wieder. Hier, hast deinen Koffer zurück. Das ist gar kein Koffer. Geh mal weg. Ja, das ist gar kein... Geh mal weg, ich mach nochmal ein Foto. Ja, das ist gar kein Koffer, das ist eine Pfanne. Damit schlägt er uns jetzt gleich den Kopf ein, Mann. Oh nein. Wo bist du? Nein. Warst du das? Ja, natürlich ist der das. Oh, lass mich raus. Ach nein, wir müssen jetzt sagen, hallo, wo geht's denn jetzt schon wieder hin? Wir müssen schon mit dem ein bisschen reden jetzt. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt einfach Verhandlungen treffen. Der hat uns seine Pfanne dahergelegt, seine Grillpfanne, seine Campingpfanne. Wo ist die Kamera da jetzt hingefallen? Rein. Da liegt sie. Oh, hinter dir. Oh, Mama. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich will das nicht. Der war gerade hinter dir. Ja, ich weiß, er hat mein Popo geschnüffelt. Eine Frage, warum habe ich eigentlich einen dunkelhäutigen Charakter gewählt? Der stirbt immer in Horror-Games oder Horrorfilm als erstes. Oh, ich habe glaube ich ein Foto gemacht. Vom Geist. Da ist ein Stern. Foto mit Stern, wo Geist steht. Ich habe ihn erlebt. Ja? Oha. Hast du? Ja. Wie sieht er denn aus? Ist er noch ganz gesund oder? Ich sehe ihn nicht so ganz. Da ist halt nur irgendwie drunter ein Sternchen und da steht Geist. Geht's dir gut? Hast du es gemütlich hier? Möchtest du was zu trinken haben? Wir haben nichts dabei. Kein Partybier. Warum? Nee, das glaube ich war vorher schon da, ne? Ja. Oh. Oh, ich bin tot. Oh. Ja, ich bin nicht gestorben. Ja. Oh. Hat sie ihn drauf, ist die Frage. Da gerade, das wäre ein Fuß. Der jagt nochmal. Der ist bei mir.
Der hat mich gejagt! Im Auto! Im Auto! Was ist denn mit dem nicht richtig? Oida. Eloris, komm wieder heim jetzt. Da komm rein, da. Komm her. Ich will abhauen. Der jagt mich im Auto. Wo ist er denn? Oida, der hat mich im Auto gejagt. Oida. Ich bin ihm entkommen. Ja, aber... Aber wir haben ein Opfer. Ja, ich weiß, das war vorher schon, aber der war hier direkt neben dem Auto gerade. Bist du wahnsinnig? Ich bin jetzt gerade meinem ersten Geist auf der ersten Jagd entkommen. Weißt du, ja, was ich gemacht habe? Ne? Ich bin ins Dixie-Klo. Da hat's so gestunken, da wollte er nicht rein. Ja, also ich hab unser Todesfall habe ich gesehen. Dann bin ich raus, dann hat er nochmal gejagt und der stand neben mir im Auto, der hätte mich fast im Auto geholt. Puh. Ja, Benji, oder Farmer, oder? Ihr habt keine Lust mehr. Ja, vor allem unsere moralische Unterstützung ist nicht mehr da. Nein, das ist richtig. Wir haben eh schon zu viel riskiert. Für nichts jetzt. Wir sind beim gleichen Ergebnis. Also, wenn du, schau mal auf die Karte. Ja. Da siehst du ja, da wo wir immer rumgetrieben sind, ja, da wo das Lagerfeuer ist, ja, da gleich ums Eck ist ein Dixie-Klo. Ja. Ich gesehen habe, dass der Geist Fräulein Rabiata erwischt hat, bin ich um die Ecke gelaufen, habe das Dixie-Klo aufgemacht und bin einfach reingesprungen, habe zugezogen. Ja, ich war wirklich richtig dreist. Ich habe gesehen, wie der Geist sie erwischt hat und dann wusste ich, okay, die Jagd ist ganz kurz gleich vorbei, darum bin ich aus der Tür gleich raus. Und danach hat er wieder gejagt und die Steps waren am Tor gerade. Also, jetzt hör doch mal auf, ich komme nicht mehr rein jetzt. Der will, dass wir kommen. Nee, gar keine Lust jetzt. Benji, oder? Ja, dann mach mal Feierabend. Tipp ja, mal auf Benji. Ja. Okay, dann. Das ist also. Nee. Ich kann es nicht benutzen. Musst du machen. Gut, warte mal. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Rechte hier. Ja. Das ist, glaube ich, random, wer dann den Schlüssel bekommt, egal wer ihn einsammelt. Na, das kann ich nicht mehr. Bitte, jetzt sei richtig. Er ist wieder nicht richtig. Das ist doch... Hallo. Es ist wieder nicht richtig. Raju. Ja, ich kann das alles nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe den gesehen, der ist von der Rezeption bis zu dem Holzplatz hintergelaufen, wo wir die ganze Zeit waren. Also der hatte echt einen großen Radius. Ja, warum habe ich die Steps gehört? Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass der mich halt auf einmal von hinten gepackt hat. Der Sack, echt, Mann. Wow. Ja, ich bin froh, dass es mal nicht ich war, aber es ist trotzdem schade, weil am Ende war es umsonst. Ich muss mir jetzt aber ich muss sagen, die... Ja. Die Map finde ich jetzt nicht ganz so cool. Nee, die finde ich auch nicht so krass. Hey, Lodus hat sich gerade selbst rausgekickt. Nice, ich. Sehr gute Sache. Null. Verstehe ich da nicht. Also beim Raius, EMF Level 5, aber war nicht annähernd. Sogar bei seinen komischen Halbjagden war der gerade mal auf 2. Okay, das ist echt komisch. Ich meine, er hat einmal den Strom angemacht, um ihn dann gleich wieder auszumachen, weil er sich vom Strom ernährt sozusagen. Okay. Aber das ist, also ich finde das Spiel echt zum Teil super schwierig, weil er war jetzt nichts zu machen. Wie kommst du da drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Passiert. Wir haben auch riskiert am Ende für nichts eigentlich. Aber doch, für meinen Tod. Ja, aber das ist ja nichts Gutes. Außer du willst sagen, das ist was Gutes. Nein. Richtig. Ihr habt mich elendig sterben lassen. Ja, so würde ich es jetzt auch behaupten. Ja gut, aber ich würde an der Stelle dann an euch und mich bedanken, dass ihr dabei wart. Wir nehmen wahrscheinlich jetzt nochmal eine Folge auf, die kommt dann die nächsten Tage. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr wieder mich tatkräftig unterstützt habt, die beiden. Immer. Sehr gerne, macht sehr viel Spaß. Ja. Wenn du rufst, werde ich eilen. Ansonsten schaut gerne bei den beiden Dieben vorbei. Da kommen
auch immer mal wieder neue Sachen, wo ihr die beiden dann natürlich auch live in Action sehen könnt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mir natürlich sehr helfen und euch kostet es nichts. Und ansonsten aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und sonst hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann, haut's rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.